Schönen guten Morgen, Freunde. Wir sind wieder unterwegs. Ihr wisst, was das bedeutet. Es ist schon wieder Spieltag. Heute Abend 19 Uhr gegen Drochtersen Assel. Topspiel. Dritter gegen Vierter. Wir wollen wieder gewinnen, damit wir wieder auf Platz 1 stehen. Aber das wird kein einfaches Spiel. Sehr erfahrene Truppe. Ich glaube, da stehen nachher die meisten Regionalliga-Minuten auf dem Platz. Waren immer enge Spiele. Davon gehe ich auch heute wieder aus. Aber ich kann mich nur immer wiederholen. Wenn wir wirklich unsere Leistung auf den Platz bringen, unsere bestmögliche Leistung, dann ist es sehr, sehr schwer, gegen uns zu gewinnen. Aber das ist das Geile im Fußball, das ist die geile Herausforderung, jedes Wochenende zu liefern, jedes Wochenende das Beste auf die Kette zu bringen und dann natürlich wieder ein geiles Spiel zu zeigen. Ich hoffe auf ein paar Zuschauer, ich hoffe auf eine coole Atmosphäre. Freitagabend brennt eigentlich immer der Baum, da ist immer Stimmung da, macht echt richtig Bock zu spielen. Und ja, jetzt drehen wir erstmal unsere Runde. Wie immer, es ändert sich doch nichts, Leute. Und dann geht's nach Hause. Zu Hause gibt es dann Frühstück und dann ist wieder Renovierungsbedarf auf dem Kopf. Ne? Man muss wieder zum Friseur. Sieht wieder nicht so super aus, nicht so optimal. Und es hat ja letztes Mal gut geklappt beim letzten Sprachenlernen Bubble. Es hat ja das letzte Mal gut geklappt beim letzten Heimspiel. So, da haben wir auch die Haare frisch gemacht und haben dann geknipst. Von daher versuchen wir es heute einfach nochmal. Also, wir dribbeln jetzt los und dann geht's mit Frühstück weiter. So, wir sind wieder zu Hause. Jetzt gibt's Frühstück. Ihr wisst, was da auf den Tisch kommt. Ihr wisst es, Leute. Ananas. Und ihr habt sie euch gewünscht. Die Melonis. Sie sind zurück. Melonis. Und natürlich diesen Joghurt hier. Dieser Joghurt, ihr wisst es auch. Beste. Und was darf natürlich nicht fehlen? Was darf nicht fehlen? You won't take a cup of coffee, my friend. Und natürlich einen würzigen Kaffee. Der wird jetzt gemacht. Dann wird gefrühstückt und dann geht so in einer Stunde ungefähr los zum Seiten machen. Ne? Aber oben auch bis abschneiden, Seiten auf Minusgehirn, dann sind wir doch bereit. So Leute, bevor es jetzt zum Friseur geht, setzen wir den Helm auf und ziehen Kriech. OTW-Pack ist draußen. Ruhe. Mal gucken, was da raus spaziert. Komm! Varan würde ich nehmen, Kriech. Bruh. Bruh! Locker ist das, was ich gerade zu dir meinte. Mit diesen Goldkarten, weil manche Goldkarten gezogen haben. Okay, wir müssen es später machen. Schade! Machen wir später nochmal. Leute, wir sind unterwegs. Es geht zum Friseur. Man sieht nämlich wieder ein bisschen Katastrophe aus. Und vor 2 Wochen hat es auch geholfen. Wir waren vorm Spiel beim Friesemeister, haben uns frisch machen lassen, Tor gemacht. Warum soll man es denn nicht nochmal machen? Also jetzt wieder hin, Seiten frisch und dann gibt es wieder, das ist das geilste Gefühl, was es gibt. Geiler als alles andere. Geiler als neue Fußballschuhe, geiler als Kapitän, geiler als keine Ahnung. Es geht nicht besser. Deswegen jetzt frisch machen, da ist man wieder sehr bereit. Merkt euch diese unsympathischen Seiten. Und dann sehen wir uns gleich mit frischen Seiten wieder. Spieltagshaare sitzen, Wiener 1, man ist wieder bereit. So ein geiles Gefühl, es gibt kein geileres Gefühl als diese Seiten. Man braucht es einfach. Wenn das heute wieder klappt, muss man echt ein neues Ritual einführen. Vor jedem Spiel die Seiten frisch machen. Aber juckt schon wieder so dolle. Auf jeden Fall jetzt nach Hause, kurz einkaufen, der Mann hat kurz Hunger, dann einkaufen, dann nach Hause, dann ein bisschen chillen. Kurz FIFA rein, Mittagsstunde, Nudeln machen. 16 Uhr gibt's Nudeln, 17 Uhr ist Abfahrt. Kurz nach 17 Uhr ist Abfahrt. Und dann müssen wir uns wieder auf Platz 1 knallen. Digga, jetzt ist es wieder so voll hier. Ey! Dann sehen wir uns zu Hause. So Leute, wir haben soweit alles erledigt. Ich lege mich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde hin. Guck ein paar Videos über den Gegner. Ein paar Aufstellungen an. Leg ein bisschen die Beine hoch. Und dann hinten wird schon wieder akkurat gewirbelt in der Zone. Der Mann hat so eine Mission. Auf jeden Fall, ich lege mich jetzt schön rein. Sofern es denn geht. Ganz woanders, der Mann. Also für mich geht es jetzt hier rein. Wie gesagt, halbe, dreiviertel Stunde. Kurz ein bisschen hinlegen, Beine hoch, dann sehen wir uns in der Küche wieder. So Leute, tatsächlich mal eine halbe Stunde gepennt. Muss auch mal sein. Und jetzt wird gekocht. Wir werden jetzt kurz Nudeln machen. Was ist daran so witzig? Was? Was? Was ist daran so witzig? Warum lachst du so? Also jetzt gibt's Nudeln, diese Pesto, Maggi rein und packen unsere Sachen. Ey. Leute, er will immer spielen. Fällst du deine Mauer, dass du geil Gustav auch kaputt machst? Ruhe. Da guckt er. Jetzt machen wir Nudeln rein. Powerade und Red Bull Game Changer stehen schon da. Da. Diese hier. Diese Dinger. Energy Gel von Sis. Leute, knallt sie euch rein in der Halbzeit und ihr seid sehr da. Seid sehr da. Und da gibt es noch einen Riegel. Übrigens, hier gibt es auch vom Birthday Cake jetzt diese Cakes. Unverschämt. Aber ich nehme nur den mit, einen kleinen. Zack. Das war's. Ich mache die Nudeln, dann knall ich rein. Dann orakeln wir im Auto weiter. Also, vamos, let's.
So, bevor es jetzt losgeht, wo jetzt Orakel wird, kommt Manfred. Wir machen unser OTW-Pack auch mal. Noch nicht ganz. Ja, oh, auf die Minute. Fred, das Ding auf. Bruh. Warte, hier nochmal Ultimate raus und rein. Wir müssen einfach belieben. Jetzt ein Ronaldo oder so. Varan. Ich geht dann halt nicht, aber wir haben es versucht. Bruh. Ach, ich habe die Karte oben vergessen. Scheiß drauf. Warum aus Abfahrt? Und es regnet. Bitte nicht. Doch, sieht so scheiße. Es regnet echt. Mann! Egal, ist gut für die Kugel. Aber kann vorher einmal richtig regnen und dann bitte nicht im Spiel. Jetzt kommt dieser Fahrradfahrer. Wer fährt bei so einem Wetter Fahrrad? Meine Güte. Kein Problem, wir haben noch Zeit. Heute wird er pünktlich. Heute wird auch pünktlich. Ups. So, ab geht's. Es regnet echt, es wird doller. Beliftend. Stolle gibt's bei mir nicht, also ist es eigentlich egal. Mag ich nicht, komme ich nicht mit klar. Eisen sind bei mir raus. Hier ist ja eigentlich immer Kackwetter in Flens. Und ich hatte eigentlich nie wirklich Probleme so mit Nocken immer zu spielen. Doch ein Spiel, da hat es aber auch eine Woche geregnet. Das war krank, aber selbst da ging irgendwie. Heute habe ich habe mir einen guten Plan überlegt. Das Orakel wird zurück sein. Heute werden wir zu Null spielen. Doch, heute werden wir zu Null spielen, weil wir wild drauf sind. Wir haben gut trainiert und wir gewinnen 2-0. 2-0. Wir können auch höher gewinnen, aber es bleibt bei einem 2-0. Wir können auch einen kassieren, aber wir kassieren keinen. Die werden auch Chancen haben. Wir werden ein bisschen mit Glück zu Null spielen. Aber verdient 2-0 gewinnen. So, das habe ich mir heute Morgen bei den Hunden überlegt. Schön mit den Hunden Gassi, Teambesprechung, die waren auf meiner Seite. 2-0 gewinnen wir. Das Ding ist, dass so eine Mannschaft, also ich habe das heute Morgen schon gesagt im Video, heute stehen die meisten Regionalliga-Minuten auf dem Platz. Ich glaube von allen Regionalligen. Das sind alles Regio-Kicker, die schon über 200 Spiele haben oder so. Oder über 150, sagen wir 150. Auf beiden Seiten. Fast jeder Spieler. Das ist krank. Ein ekliges Erfahrungsspiel. Genau, so ein Ding. Die wissen, wie man mal so einen Großen ärgern kann. Die können aber auch mal gar nicht klarkommen nach der Busfahrt und so. Kann in beide Richtungen gehen. Die sind robust, haben so ein paar Zocker auch drin, haben vorne eine Rakete und einen, der, ich glaube, die meisten Tore Regionalliga Nord hat mit Neumann. Und deswegen, die haben schon ein paar gute Jungs. So. Er weiß, wo das... Der braucht nicht den... Der lässt sich nicht zweimal bitten. Wenn er eine Chance hat, dann sagt er, wo willst du denn hin haben? Ich knall ihn dir jetzt rein. 2-3 Minuten noch bis Ankunft, Leute. Wir müssen langsam im Tunnel. Müssen da sein. Ganz wichtige 3 Punkte. Wenn wir uns von denen auch noch absetzen, dann können wir langsam mal einen Gang runterfahren. Man muss ja immer weitermachen. Auch wenn wir heute gewinnen, haben wir nichts erreicht. Das ist einfach so. Wir stehen ganz gut da, aber hinten kackt die Ente, ne? Und Relegation, ihr wisst es selber, kann diese ganze Saison einfach rippen. Du kannst jetzt alles gewinnen und dann ein Spiel verlieren und ein Spiel unentschieden spielen oder ein Spiel mit einem Tor höher verlieren und du bist gerippt. Alles umsonst. Deswegen immer weiter Fullgas. Aber wäre schon geil, jetzt 3 Punkte Tabellenführer. Und dann geht es am Wochenende so hin. Weekend League ist noch nicht. Nächstes Wochenende geht es dann gestärkt in die Weekend League. Ist das Corny? Wo ist er schon wieder? Da links. Ist das Corny? Ey, hol! Also Leute, wir sind jetzt gleich da. Ich gehe in meinen Tunnel rein und wir sehen uns dann im Stadion. Also, reingehauen. Ja Leute, 0-0. Ich glaube, schlechte Saisonleistung. Von mir persönlich auch Quatsch, aber manchmal muss man einfach einen Punkt mitnehmen, manchmal muss man zufrieden sein. Dazu noch verletzt, herrlicher Tag. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, aber sieht nicht so gut aus. Wade macht schon dicht. Aber wie gesagt, so war nicht gut, wir haben es nicht verdient. Und ein Punkt ist besser als keiner.
erste Mal zu Null gespielt, irgendwas Positives muss man ja mitnehmen. Und jetzt geht's weiter, nächste Woche gegen Pauli. Schnell regenerieren, ich hoffe, ich werde fit. Und dann machen wir das. Also, warum? Ja, Freunde, ab nach Hause. Bedient fährt man nach Hause. Ich muss sagen, der Gegner hat das zwar gut gemacht, aber bei uns lief nicht wirklich was zusammen. Aber wie ich schon meinte, man muss dann einfach mal einen Punkt mitnehmen. Und wir haben zu Null gespielt. Immerhin etwas, aber wow, also ganz komisches Spiel, ganz grausames Spiel. Wir wussten eigentlich, dass es so wird, aber vorne zu wenig gemacht, wie auch im Zentrum zu wenig gemacht. Nicht kreativ gewesen. Aber war auch schwer, war brutal eng. Hätten vielleicht mehr über außen machen müssen. Die ein, zwei Chancen, die wir hatten, waren, kann man auch mal machen. Aber so ist das halt. Jetzt nehmen wir den Punkt mit. Muss man auch mal mit leben. Es ist jetzt so, wie es ist. Meine Verletzung macht mir sehr Kopfschmerzen. Ich hoffe, das wird. Mann. Ich hatte so einen Hype, als die gelb-rot kriegen. Und dann kann ich nicht mehr laufen. Von 0 auf 100. Nix. Mann. So bedient. Aber egal, es geht weiter. Auch das gehört dazu. Ein Punkt ist besser als keiner. Warum soll man jetzt wieder alles schlecht reden? Wir haben immer noch eine gute Saison gespielt. Aber ärgert einen trotzdem, denn die wollten nur diesen einen Punkt und so ist es gekommen. Ich hoffe wirklich nur Zerrung oder so leichte Zerrung. Das Ding ist, als ich die heftigen Schmerzen hatte, bin ich sofort rausgegangen. Hätte ich jetzt noch weiter gespielt, wäre glaube ich gar nicht gut gewesen. Ich konnte aber auch gar nicht. Ich konnte nicht. Ja. Hoffen wir das Beste. Und jetzt geht's nach Hause. Alles bedient. Ich weiß nicht, warum mich das so aufregt. Wir waren einfach kacke und man muss es eigentlich mal akzeptieren, aber geht nicht. Nervt, so eine Leistung nervt. Das Spiel nervt. Wenig Aktionen gehabt, viele Fehlpässe, viele Bälle verloren. Nervt mich. Aber man kann nicht immer gut spielen. Man ist keine Maschine. Aber regt mich trotzdem auf. Jetzt geht's nach Hause, ich knall mir was rein in den Rachen, weil ich habe richtig Hunger. Ich bin zwar sauer, aber ich habe richtig Hunger. Und dann ist Wochenende frei. Ja, dann hoffe ich, dass ich mein Bein, meine Wade in den Griff kriege und dass ich wieder wenigstens zweimal trainieren kann nächste Woche und spielen kann. Aber ich weiß nicht, wann wir jetzt wieder spielen, ob Samstag oder Sonntag. Das ist wichtig, sehr wichtig. Ja, Regeneration steht auf dem Plan, Leute. Zu Hause gibt es noch was zu fressen. Also jetzt fahren wir heim und dann gibt es zu Hause noch ein kleines Update. Fazit vom Tag. Fazit vom Tag bis jetzt. Und jetzt gehen wir noch rein, machen unser Once-to-Watch-Pack auf und fallen noch weiter ins Loch. Chat, wir fallen rein. Hast du Zeit oder heute nicht? Das ist eh nicht verdient, Digga, so schlecht. Und dann noch so eine Alibi-Verletzung. Alibi? Aber das ist gar keinen Bock mehr, Digga. Das war dieses so, wir gewinnen eh nicht. Warum kann man hier Fußballtennis spielen? Jetzt fallen wir noch tiefer rein. Jetzt fallen wir noch tiefer rein, weil es reicht noch nicht. Digga, warum geht denn alles an? Ich dachte, das ist dann... Ich dachte auch Workout. Was, wen haben die gerasiert? Dumfries? Workout! Ich würde ihn gerne abstoßen, Digga. Nee, also Leute, da hat's heute auch nicht gereicht. Mal wieder. Tag zum Vergessen. Ich knall mir jetzt noch was zu essen rein. Und dann wird sich reingelegt. Wie gesagt, Fokus auf Regeneration. Schnell wieder auf die Beine kommen. Vor allem rausfinden, was es letztendlich ist. Hoffen wir mal, dass es nur eine Zerre ist. Und ja, jetzt erstmal essen und dann... schlafen und dann geht's hoffentlich nächstes Wochenende gegen St. Pauli weiter. Also